Der Ukraine-Krieg hat die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen deutlich vor Augen geführt. Daraus will sich die Politik nun so schnell wie möglich befreien. Und mit diesen Weichenstellungen ändern sich nun die Rahmenbedingungen für den Energiesektor in ungeahnter Geschwindigkeit. Er soll grüner werden, also auf mehr Klimaschutz setzen. Vor allem Braunkohlekraftwerke stehen ja in der Kritik. Kein einfaches Umfeld also heute für die Hauptversammlung von RWE, Deutschlands größtem Stromerzeuger. Der Bau eines Flüssiggasterminals, langfristige Verträge für LNG-Lieferungen nach Deutschland, mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. So will RWE dazu beitragen, dass Industrie und Haushalte in Deutschland weiterhin sicher mit Strom und Wärme versorgt werden können. Bei der Hauptversammlung des Unternehmens heute Morgen erklärte der Vorstandsvorsitzende Kreber, das Ziel sei es, unabhängig zu werden von Energieträgern aus Russland. Bei der Kohle sei das bereits ab August der Fall. Bei Gaslieferungen, die Pipeline gebunden sind, hätte ein Lieferstopp derzeit jedoch dramatische Auswirkungen. Hier ist ein Ersatz nicht so schnell möglich. Fachleute glauben, dass deutsche LNG-Terminals frühestens 2023 ans Netz gehen werden. Als Übergangslösung will RWE für die Stromproduktion auf heimische Braunkohle setzen. Wenn von der Bundesregierung gewünscht, könne man Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Dass die verbliebenen deutschen Atommeiler länger am Netz bleiben, gilt dagegen als ausgeschlossen. Bei den Kohlekraftwerken haben wir ja nicht dieses feste Enddatum, was jetzt schon in Stein gemeißelt wurde seit über 10 Jahren. Da sind die technischen, auch die rechtlichen Voraussetzungen, dass man jetzt einfach die Menge an Strom, die dort produziert wird, noch erhöht. Und deswegen bietet sich die Kohle jetzt eigentlich aus wirtschaftlicher Perspektive an, um den Ersatz fürs Gas kurzfristig erstmal herzustellen. Klimaaktivisten dagegen fürchten, dass Deutschland seine Klimaziele verfehlen könnte. Sie fordern weiterhin den früheren Ausstieg aus der Kohle. Erst am vergangenen Wochenende gab es wieder Proteste am Rand des Braunkohletagebaus Garzweiler. Die derzeit hohen Energiepreise treiben auch die Inflation insgesamt. Heute gibt das Statistische Bundesamt seine Schätzung bekannt, wie sich die Verbraucherpreise im April entwickelt haben. Mehr dazu von Klaus-Rainer Jackisch aus der Frankfurter Börse. Die hohe Inflationsrate in Deutschland dürfte sich auch im April kaum abgeschwächt haben. Mit Spannung warten die Finanzmärkte auf neue Daten am frühen Nachmittag. Sie gehen davon aus, dass die Teuerung mit vermutlich 7,2% ähnlich hoch liegt wie im Vormonat. Damit würde sich der Trend fortsetzen, dass sich die hohe Inflation hierzulande festsetzt, wie auch in der gesamten Eurozone. Die Bundesregierung erwartet für das laufende Gesamtjahr eine Preissteigerungsrate von über 6%. Das ist dreimal höher als die 2%, die von der Europäischen Zentralbank angestrebt werden. Der ursprünglich durch die Folgen der Coronavirus-Pandemie ausgelöste Preisschub wird derzeit vor allem durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland weiter angefacht. Verbraucherinnen und Verbraucher spüren das immer deutlicher im Portemonnaie. Besonders stark sind die Preissprünge bei Nahrungsmitteln, die sich im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2% verteuerten. Vor allem die Gemüsepreise stiegen, nämlich um über 12%. Strom- und Gasnotierungen verteuerten sich noch mehr, insgesamt um über 35%, Heizöl sogar um 144%. Auch an der Tankstelle zogen die Preise kräftig an, bei Dieselkraftstoff etwa um über 62%, errechneten die Statistiker. Angesichts dieser Entwicklung und vielerlei Kritik an ihrer zögernden Haltung scheint die Europäische Zentralbank jetzt bereit zu sein, diese Entwicklung gegenzusteuern. EZB-Präsidentin Christine Lagarde machte auf einer Veranstaltung in Hamburg deutlich, dass die Anleihekäufe im Juli beendet würden. Dies gilt als Voraussetzung für eine Zinswende. Steigende Zinsen wären damit ab dem Sommer möglich. Diese Entwicklung sieht man tendenziell auch an der Börse nicht gern, weil ein anziehendes Zinsniveau ungünstig für den Aktienmarkt ist. Die Frankfurter Aktienbörse ist heute aber dennoch deutlich im Plus. Und das liegt an guten Geschäftszahlen zum ersten Quartal von zahlreichen Unternehmen, die sich jetzt in diesen Tagen in die Bücher schauen lassen. Bei vielen Firmen sind die Ergebnisse trotz der vielen Probleme deutlich besser als erwartet. Und das verleitet viele Anleger, wieder stärker zuzugreifen. Der Krieg in der Ukraine bringt Verwerfungen für die deutsche Wirtschaft mit sich. Auf den Arbeitsmarkt scheint das aber bisher nicht durchzuschlagen. Im Gegenteil, die Aussichten haben sich laut einer Umfrage des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im April weiter verbessert. Das sogenannte Arbeitsmarktbarometer des Instituts stieg leicht an auf einen Höchststand seit Sommer vergangenen Jahres. Zur Erklärung hieß es, der generelle Aufwärtstrend und die Corona-Erholung seien offenbar stark genug. Betriebe könnten Liefer- und Auftragsausfälle infolge des Ukraine-Krieges derzeit mit Kurzarbeit abfedern.
Eigentlich war es nur eine Notlösung in der Corona-Pandemie, dass Konzerne ihre Hauptversammlungen auch virtuell abhalten dürfen. Diese Regelung soll nun aber über die Pandemie hinaus Bestand haben können. Das Bundeskabinett hat gestern eine entsprechende Gesetzesreform auf den Weg gebracht. Über die Folgen hat mein Kollege Klaus-Rainer Jackisch mit Ingo Speich gesprochen, Experte für Hauptversammlungen bei der Fondsgesellschaft DK Investment. Zukünftig gibt es die Wahlmöglichkeit, dass wir durchaus eine echte virtuelle Hauptversammlung haben. Echt in dem Sinne, dass sie sehr, sehr nah an das Präsenzformat rankommt. Das war ja bisher, zumindest dieses und letztes Jahr, nicht gegeben, weil in der Corona-Zeit auch die Aktionärsrechte weitestgehend ausgehebelt waren. Das hat sich jetzt geändert. Also wir haben ein Rede-, Auskunfts- und Fragerecht, das sehr, sehr nah an der Präsenzhauptversammlung ist. Es gibt sogar einen digitalen Wortmeldetisch, der geplant ist, wo man also dann am Hauptversammlungstag seine Rede anmelden kann, wenn man möchte. Und zusätzlich haben wir auch noch die Möglichkeit, sich aktiv durch Nachfragen und Fragen einzubringen. Der Emittent kann auch einen Tag vorher schon Fragen, die im Vorfeld eingereicht worden sind, äußern und sich dazu im Prinzip bekunden, sodass man in der Hauptversammlung auch nochmal nachfragen kann. Also alles in allem aus Aktionärssicht eigentlich ein gelungener Entwurf. Sie beobachten die Hauptversammlung seit vielen Jahren. Sie haben einen guten Überblick. Sie sind häufig und regelmäßig auf diesen Versammlungen da. Ist es nicht trotzdem so, dass so eine Dynamik und eben dann eben auch eine Auseinandersetzung über bestimmte Punkte doch wesentlich lebhafter und intensiver ist, wenn man am Ort ist, wenn man präsent vor Ort ist? Ja, das ist vollkommen richtig. Also denken Sie nur an die Hauptversammlungen, die jetzt in diesen Tagen stattfinden. Heute RWE, morgen eine Bayer. Historisch waren das immer die Hauptversammlungen, wo auch eine gewisse Stimmung im Saal war. Jetzt auch Stimmung im Sinne von, dass man die Meinung der Aktionäre gespürt hat. Und das fehlt natürlich in diesem virtuellen Format, wie wir es jetzt kennen, vollends. Sodass das im Endeffekt eine Einkanalkommunikation ist, wie wir sie jetzt haben. Und wir eigentlich wieder in einen Präsenzmodus oder aber einen präsenznahen Modus übergehen, wo sich die Aktionäre auch interaktiv äußern dürfen. Das Ganze hat zum einen also Vorteile, hat zum Teil aber auch Nachteile. Ist es denn so aus Ihrer Sicht, dass auf diesen Hauptversammlungen überhaupt genug Kritik kommt und genug auch von den Aktionären, die letztendlich das Geld ja dann für die Unternehmen zum großen Teil eben zur Verfügung stellen, dass eben tatsächlich ihre Ideen hier generell auch genug gewürdigt sind und auch genug umgesetzt werden? Also die Aktionäre sind ja durchaus aktiv. Wir haben aktuell Präsenzen, also die Teilnahmequote sozusagen der Aktionäre bei einer Hauptversammlung liegt bei rund, naja, 2/3. Also das ist schon ganz ordentlich. Natürlich geht immer mehr und man müsste dort auch sich stärker von den letzten Drittel, was sich nicht einbringt, nochmal zu Wort melden. Aber grundsätzlich ist die Debatte lebhaft, wenn wir im Präsenzmodus sind. Aber wir sind ja jetzt im virtuellen Modus und da sind uns natürlich auch die Hände gebunden, was sehr, sehr schade ist. Und die Gefahr besteht eben, wenn das sich verstetigen würde, dass sich so eine Art Elfenbeinturm entwickelt aus Vorstand und Aufsichtsrat und die Aktionäre sich dem entfernen. Also ich finde es gerade auch für Kleinaktionäre sehr wichtig, dass man einmal im Jahr einen Austausch hat in der realen Welt, weil das ist ja schließlich der Punkt, wo alle drei Organe der Aktiengesellschaft, nämlich der Vorstand, der Aufsichtsrat und im Endeffekt die Aktionäre über die Hauptversammlung zusammentreten und sich gegeneinander die Meinung sagen können. Sie haben gerade schon angedeutet, welche Unternehmen gerade im Moment jetzt aktuell die Hauptversammlungen eben durchführen. Welche versprechen denn besonders spannend zu werden aus Ihrer Sicht? Ja, wir sind eigentlich jetzt mittendrin, also die RWE heute, da geht es ja auch um das Thema CO2, ein sehr wichtiges Thema, weil das Klimawandel die Unternehmen massiv verändern wird in der Zukunft, die Geschäftsmodelle müssen angepasst werden. Da ist auch ein Aktivist, der Forderungen stellt, die, so wie es jetzt aussieht, wohl auch nicht durchkommen, nämlich, dass die Braunkohleaktivitäten auf den Prüfstand gestellt werden. Es ist schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, deshalb grundsätzlich sind wir auch der Meinung, dass eine RWE die CO2-Emissionen senken sollte, aber eben nicht mit diesen rigiden Vorgaben, die der Aktivist haben möchte. Morgen findet die Bayer-Hauptversammlung statt. Auch das ist eine Hauptversammlung, die sehr emotionalisiert. Denken Sie nur an die Übernahme von Monsanto von vor ein paar Jahren. Der Aktienkurs hat sich bis heute noch nicht von dieser Übernahme erholt. Das Bayer-Management ist zwar auf dem richtigen Weg, aber die Aktionäre brauchen dort noch einen langen Atem. Eine andere Hauptversammlung ist morgen noch Mercedes. Wir haben gestern Zahlen berichtet, die exzellent waren. Wir haben eine Marge von über 16%. Das ist im Automobilbereich absolut top, kann man sagen. Aber der Anspruch von Mercedes ist eben im Luxusmarkt unterwegs zu sein. Und da ist die Marge dann immer noch nicht so niedrig oder zu niedrig. Da müssen wir noch mal nachlegen. Also Sie merken, das sind viele Diskussionen, die uns dann in den nächsten Tagen bevorstehen.